Inflationsziel, das muss ich selber verantworten, aber im Wesentlichen glaube ich, wenn ich, sage ich mal, anstatt, dass das in die Vermögensmärkte geht, zum Beispiel damit Bahngleise in Europa finanzieren kann oder so, ja, gut, die Bahninfrastruktur, warum sollte ich das nicht machen, weil das ja auch produktive Investitionen sind. Es gibt auch den Vorschlag, direkt Leuten Guthaben auf ihr Konto zu überweisen, weil das schneller wirken würde als die Fiskalpolitik. Ja, quantitative easing for the people und so weiter, da bin ich eher skeptisch, weil ich glaube, es ist nicht die Aufgabe einer Zentralbank, Verteilungspolitik zu machen und zu korrigieren. So, das wären so meine Bemerkungen zu dem Thema, aber ich glaube, da kommen eben viele Dinge, die vor kurzem noch ein Tabu waren, für die man zum Beispiel als Linker noch belächelt wurde, die werden jetzt mittlerweile vom BlackRock diskutiert und das finde ich doch zumindest interessant. Darf ich, Entschuldigung, darf ich was zu den öffentlichen Investitionen sagen? Also ich finde es ja, eigentlich müssten wir jetzt alle jubeln, wenn ein liberaler Österreicher wie der Thomas Mayer hier einen Plan vorstellt, wie man eine weitgehende Staatsentschuldung im Euroraum machen könnte. Ja? Und zwar entweder über den 100%-Plan, also dass man die Guthaben absichert, oder die Folgebewegung, was man schon lange vorschlägt, eben über Ersatz des Bankengelds mit öffentlich geschöpftem Geld, über eine Umbuchung bei den Zentralbankfinanzen. Das ist doch ein riesen Weihnachtsgeschenk, ja? Dass man den Euro so retten könnte durch eine Entschuldung. Es ist immer jetzt schon von mehreren Seiten gesagt, man sowas wäre möglich. Ja? Und wäre das nicht mal auch, ich kann Ihnen jetzt, wenn Sie sagen, naja, das glaube ich jetzt nicht so ganz, ja? Aber man könnte doch da mal wirklich auch vom Bundestagsfinanzausschuss sagen, okay, das lassen wir jetzt mal wirklich von verschiedensten Seiten ganz genau untersuchen, weil das wäre doch eine wunderbare Möglichkeit, von diesen Riesenproblemen, der Unterschied der Hochverschuldung im Euroraum, dass man das wirklich einigermaßen hinkriegt. Und das würde ich doch nicht einfach so ununtersucht lassen. Und da würde ich doch jetzt ganz viel Energie drauf verwenden, wenn ich jetzt Gesetzgeber wäre oder im Finanzausschuss, dann würde ich ein Riesen-Expertengremium einberufen und sagen, lass uns das mal ganz genau untersuchen. Stimmt das wirklich oder hat der wirklich hier bei mir schon gesagt? Das ist ja keine Konflikte, in denen sich Studien vergeben oder so. Man will immer auch den politischen Streit haben. Ja, aber es ist. Also ich möchte mal mit dem letzten Anfang, was Sie gesagt haben. Ich glaube noch nicht mal, dass es das Problem ist, Konsens oder Wege oder Mittel. Ich meine jetzt auch Konsens in der Bevölkerung über eine sozusagen ein Reset-Button in Europa über eine Entschuldigung. Für mich ist die große Frage, wie ging es hinterher weiter? Weil wenn natürlich dann wieder falsche Anreize gesetzt sind und wir in die gleiche Situation kommen, dann nützt uns das natürlich nicht so viel. Also ich glaube, dass durchaus insgesamt eine Bereitschaft da wäre, über solche Wege nachzudenken, aber dann müssen wir erstmal den zweiten Schritt machen, nämlich wissen, wie wir hinterher aufgestellt sind und die Verantwortung und Haftung dann auch wirklich wieder zusammenzubringen. Und da habe ich jetzt ein paar Sachen mitgenommen vom Thomas Mayer, aber ob ich alles da schon komplett verstanden habe, das weiß ich noch nicht. Das gucken wir uns mal an. Aber ich möchte jetzt noch mal eine Sache auch sagen zu dem, was eben gesagt wurde. Was komplett ausgeschaltet wird, und nochmal, ich bin nicht dafür da, eine bestimmte Branche in ihrer Struktur, so wie sie ist, zu erhalten. Und ich bin auch der Ansicht, dass natürlich die Finanzbranche durch ihre sensible Stellung, ne, da ist das Blut in den Adern und so weiter, eine ganz sensible Stellung hat und deswegen muss sie auch sehr gut reguliert werden. Was wir aber, wenn wir sozusagen alles jetzt staatlich darstellen wollen, aber auch da, ich bin der Meinung, dass die Teilhabe am Zahlungsverkehr und Ähnliches etwas ist, was der Staat sicherstellen muss. Deswegen auch jetzt komplett alles auf digital zu schalten und die Großmutter kann es eben nicht anwenden. Nein, wir müssen gucken, dass wirklich wir ein System haben, das jedem diese Teilnahme ermöglicht. Was mir aber fehlt, wenn wir sagen, das wird jetzt alles staatlich gemacht, übrigens waren ja, gut, es waren so ein paar Sachen, dann muss man halt staatliche Infrastruktur darstellen und so. Was ja ein Vorteil ist dessen, was wir haben, ist ja auch, dass ein bestimmter Wettbewerb um neue Produkte und Innovation, das ja durchaus auch positiv und wohlstandsfördernd sein kann, dass wir das weiterhin haben. Und das haben wir nur in einem Wettbewerbsumfeld.
Und deswegen brauchen wir eine gute, klare, transparente Regulierung. Wir müssen eine lernende Regulierung haben, weil die Regulierung, die wir im Augenblick haben, führt zu dem, was Sie gesagt haben, nämlich dass wir die Banken werden eigentlich größer und dadurch systemischer relevant. Und da müssen wir immer dran arbeiten und überdenken. Aber wir brauchen ein gutes Wettbewerbsumfeld, der eben flexibel und im Sinne von beste Ergebnisse für die Wohlfahrt da ist. Ich denke, das ist ein guter Punkt, wo ich noch anknüpfen würde, das liegt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge, dass ich Sie fragen möchte. Sie sagen, besser wäre es eigentlich, wenn wir nur ein Wholesale-System machen, weil dann kommt es nicht zu den Verwerfungen. Man könnte auch, wie der Bankenverband argumentiert, auf Smart Contracts im Wholesale-System machen und dann hätte man die ganzen Vorteile des digitalen programmierbaren Geldes im Prinzip auch durch Schiralgeld, nur muss es dann halt weiterhin über das Zentralbankgeld laufen. Meine Frage, und da würde ich jetzt gerne an den Wettbewerb anknüpfen, ist, es gibt ja jetzt die Möglichkeit, da hat auch unser Forschermitglied Simon Hess schon einige Untersuchungen gemacht, es gibt schon jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel von E-Money-lizenzierten Unternehmen also Zentralbankkonten zu halten. Und jetzt gibt es Fintechs, die wollen das auf Blockchain machen, aber das spielt überhaupt keine Rolle, ob es jetzt Blockchain oder nicht Blockchain ist. Die wollen eben genau so ein Synthetic CBDC anbieten. Ja? Und jetzt könnte man ja eigentlich sagen, ja, Wettbewerb, das ist ja nichts Verkehrtes, das stärkt die Qualität der Produkte. Was denken Sie denn dazu? Ich meine, das wäre dann praktisch eine Einführung von CBDC durch die Hintertür, weg von Vorteilen durch Entschuldung und weg in Richtung Folge. Aber man hat zumindest die Möglichkeit, ein sicheres Geld zu halten, wenn man daran glaubt, dass es ein sicheres Geld sind. Da würde mich interessieren, wie Sie dazu stehen. Sollte man sowas zulassen oder sollte man das nicht zulassen? Ja, ich weiß, dass es durchaus diesen Zentralbankkontozugang gibt. Ich würde sagen, lassen wir das doch mal ausprobieren. Ich würde es nicht von vornherein per Regulierung oder ich würde es nicht verhindern durch Aufsicht und Regulierung, sondern würde es zulassen und wir können ja auch mal schauen, was passiert. Ich bin sowieso der Meinung, wir müssen viele Sachen durchaus viel stärker. Die Bundesregierung sprach, glaube ich, in ihrer Blockchain-Strategie über Reallabore. Wir müssen das ein oder andere auch mal ausprobieren und wenn es in einem begrenzten Raum ausprobiert wird, dann haben wir vielleicht auch mehr Chancen daraus zu lernen, um Fehler zu vermeiden, wenn wir größere Schritte gehen. Nur da sehe ich natürlich die Gefahr, sage ich mal, da sind wir, denke ich, alle einer Meinung, dass wenn jetzt zum Beispiel Unternehmen mehr als 100.000 Euro haben auf dem Konto und an Liquidität, dann wissen die genau, okay, bis dahin ist es abgesichert. Danach bin ich Teil der Insolvenzmasse der Bank. Also wäre dieses Geschäftsmodell für Sie ja sehr attraktiv. Also ich habe selber mal mit einem Kollegen als Geschäftsmodell gearbeitet. Wir sind dann gescheitert, weil es sehr teuer ist. Aber rein theoretisch müsste das ja sehr, sehr attraktiv vor allen Dingen für Unternehmer sein. Das heißt, diese Thematik, die Sie kritisieren, dass da ein Bankrun entsteht, die wäre ja dann genau gegeben. Also wieso sollte man es dann zulassen und dann andererseits wiederum nicht? Gut, ich habe ja gesagt, dass ich im ersten Schritt, dass man die Vor- und Nachteile von dem Modell Holland, wie Sie es beschrieben haben, oder ich nenne es jetzt mal Modell Holland, dass man die erstmal abschätzen muss und welche Auswirkungen das hat. Sie haben natürlich recht, es könnte jetzt sein, dass plötzlich alle diesen Weg gehen, aber dadurch, dass es ja ein sehr begrenztes, kompliziertes Konstrukt ist, gehe ich mal davon aus, dass das im Augenblick nur sehr, dass das nur Marktteilnehmer annehmen werden. Ich meine, die Leute gehen ja noch nicht mal in Fondsanlagen, ja, die einfach zu verstehen sind. Ja, aber so CFOs, die verstehen das, glaube ich. Ja, CFOs verstehen das, aber wie gesagt, ich bin ja auch der Meinung, wir sollten neue Sachen durchaus mal austesten, bevor wir es groß ausrollen, ja. Sozusagen ins ganze System tragen. Und okay. Deswegen habe ich da nichts dagegen. Okay, ja. Vielleicht zum Thema Wettbewerb. Ich glaube nicht, dass die Banken bei uns wirklich in einem Wettbewerbssystem sind. Ja, die sind abgesichert durch die Zentralbanken als Lenders, werden da auch subventioniert mit diesem Geld. Ja. Und heute, wir haben jetzt eine Stellungnahme vom Bankenverband bekommen, und die sagen, ja, oh, wir jetzt kommen da diese ganzen anderen Sachen, es gibt ja Konkurrenz und die sind ja so ein Vorteil gegenüber uns. Und wir wollen für uns das konstitutive Element unserer Geldordnung, dass nur wir Zugang zum Zentralbankgeld haben. Ja. Schauen Sie sich den Zustand der großen Banken heute an, der ist ja nicht so wahnsinnig toll, da sind wir uns ja einig. Deutsche Bank jetzt nicht gerade floriert und Commerzbank auch nicht. Ja. Und vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, dass sie sich zu sehr verlassen haben, dass ihnen immer geholfen wird. Ja. Und
ja, dann müssen sie sich dieser Konkurrenz mal stellen. Ja. Und die haben ja auch nach wie vor gute Karten über die ganzen Bankkunden. Ich meine, die können ja selber dann einen Zahlungsdienstleister gründen, der auf diese Art und Weise arbeitet. Aber das, ich hatte vor kurzem einen Vortrag gehört, da war diese Bank Tomorrow. Ja. Und da haben sie so dargestellt. Das ist keine Bank. Ja, eben, weil sie auch diese Geister vor. Die Pointe ist weg. Ja. So. Und ja, sie haben was alles Tolles gemacht. Da frage ich, ja, aber wie macht ihr denn das alles so super schick mit der ganzen Dekorierung? Ja, im Hintergrund. Da ist noch so eine Bank im Hintergrund. Ja. Und die GLS-Bank, die Diskussion, die sah so ein bisschen altmodisch, altbacken aus, weil es so eine echte Bank, ja, die können natürlich nicht so smart auftreten. Ja. Und das, ich glaube, das wird im Bankensystem, die kommen nicht drum rum, um diesen Wandel. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Wandel in der Energiebranche, die haben da auch erst geschluckt, aber wenn man sieht, die stellen sich um, RWE ist jetzt größter Ökostromanbieter geworden. Ja. Und die Banken werden sich auch darauf einstellen, gehen müssen, ja, weil wir nach wie vor diesen geschützten Raum, das sind nur Sie, dürfen Zentralbankgeld beziehen. Ja. Ich glaube, das hilft Ihnen im Endeffekt auch nicht, im Gegenteil, Sie brauchen ein bisschen mal Wettbewerb. Also vielleicht noch eine Sache, weil Sie jetzt gesagt haben, die Banken werden immer gerettet. Da müssen wir dran arbeiten. Und das ist genau richtig, dass wir sagen, dass jede Bank heute ihr eigenes Testament schreiben muss, dass jede Bank auch aus dem Markt austreten muss. Das muss unser Ziel sein, dass das klar ist. Jetzt können Sie sagen, das wird alles nie funktionieren. Also ich bin auch der Meinung, dass es im Augenblick wir den Status noch nicht erreicht haben. Weil aber auch, das hat jetzt nicht nur mit den Banken was zu tun, weil natürlich auch politische Kräfte in anderen Ländern sich dagegen wehren. Ja? Und Wettbewerb, bin ich vollkommen bei Ihnen, kein großes Unternehmen hat Lust auf Wettbewerb. Und das ist an Sache des Gesetzgebers, für den Rahmen zu sorgen, dass Wettbewerbsfähigkeit da ist. Ich bin nur der Meinung, ein bestehendes System über Nacht komplett zu ändern, Sie sagen jetzt, das passiert nicht über Nacht, weil nicht alle Leute dann sofort diesen Bankrun machen würden, da bin ich der Meinung, da müssen wir uns über die Folgenwirkung, die das hinterher für die Finanzierung der Wirtschaft hat, darüber müssen wir uns klar werden. Aber dass wir auf der anderen Seite keinen Sonderstatus quo für Finanzinstitutionen schaffen wollen oder dass wir daran arbeiten müssen, dass sie so reguliert sind, dass sie eben die Macht nicht haben, Druck auszuüben, das ist ganz klar. Und da können wir auch nicht aufhören. Das ist unser tägliches Geschäft. Wenn Sie den Finanzstabilitätsreport anschauen, der jetzt gerade wieder herausgegeben wurde, da kommt einiges an Arbeit auf uns zu. Das hat zum Teil was damit zu tun, dass die Banken sich nicht richtig für die Zukunft aufgestellt haben. Das hat aber auch etwas mit der Politik zu tun. Nämlich der Politik, wie sie die Verschuldungspolitik international, und es hat etwas damit zu tun, dass natürlich mit den niedrigen Zinsen auch die Risiken höher geworden sind. Also es hat nicht nur was mit den Banken zu tun, auch wenn ich sie jetzt hier nicht sozusagen freisprechen möchte. Darf ich was zur Regulierung sagen? Der frühere Chef der Spanischen Zentralbank, der hat mal im Vortrag gesagt, naja, was haben wir denn jetzt für Regulierung im Bankensystem? 10.000 Seiten ungefähr. Ja. Größer als die, länger oder dicker als die Bibel. Dicker als die Bibel, ja. Das ist so kompliziert geworden inzwischen. Ja. Und wie wollen Sie denn in einem privaten Wettbewerbssystem, wo selbstständige Unternehmen, da muss man ja, wird ja alles schon reguliert. Der Deal, den Ordóñez vorschlägt, eben neue Aufgabenverteilung, Geldschöpfung öffentlich, private Banken. Und dann kann man nämlich vieles an dieser Regulierung, die ja heute natürlich notwendig ist, weil die natürlich systemrelevant sind, und wenn die da Quatsch bauen, dann gibt es eine Riesenkatastrophe. Ja. Da könnte man vieles von diesen Vorschriften bis ins Detail könnte man zurückfahren, ja. Und das wäre auch das, was man den Banken dann anbieten könnte. Ja. Also die Regulierung noch weiter zu treiben, irgendwie. Wenn ich mir die jetzigen Sachen anschaue, da habe ich irgendwie keine besonders positiven Assoziationen. Ich schreibe es nochmal rüber. Da sind, glaube ich, einige Positionen noch offen. Nee, offen sind bei mir gar keine Positionen, sondern ich wollte erstmal die Empfehlung geben. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja ein bisschen angegeben, ich habe mit 1000 Leuten in Hamburg über Geldpolitik diskutiert. Wichtig ist erstmal, dass man vielleicht die Flughöhe, man sich nicht im Detail nur verstrickt, sondern erstmal die grundsätzlichen Fragen löst. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für die Diskussion, wenn man dort vorankommt. Was die Frage von
Verstaatlichung etc., Rolle des Staates angeht, will ich nur mal sagen, also man kriegt auf dem linken Parteitag sehr viel Applaus, wenn man den alten Satz von Brecht zitiert, was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank. Ja? Ich bin, sage ich als Linke, ein großer Freund von Banken, in dem Sinne, dass ich sage, Banken sind anders als zum Beispiel auch anonyme Kapitalmärkte, wo es viel Herdenverhalten gibt, in der Lage, zum Beispiel Investitionen vor Ort zu bewerten, zu beurteilen und Kreditallokationen durchzuführen. Also, der Punkt ist, dass wir ein enormes Wachstum des Schattenbanksektors eben haben und deswegen ist die Frage mit dem Zentralbankkonto, also wenn ein Akteur ein Zentralbankkonto haben möchte, dann sollte er sich einer äquivalenten Regulierung unterziehen wie eine Bank. Also ein Zentralbankkonto einräumen, aber dann sagen, ihr seid irgendwie keine Bank, deswegen könnt ihr machen, was ihr wollt, das darf nicht laufen. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich zustimme, also wir haben der Glass-Steagall Act in den USA, der hatte 38 Seiten. Der war wahrscheinlich eine durchgreifendere Regulierung als die 4.000 Seiten, die wir in der EU haben, im Bereich der Bankenregulierung. Deswegen glaube ich auch, wir brauchen klare, simple, verbindliche Regeln. Dass die Zentralbank Lender of Last Resort ist, finde ich notwendig, weil alles andere hat immer wieder in die Katastrophe geführt. Nur der Spagat ist immer wieder, dass dadurch Moral Hazard entsteht. Ja. So, und das ist aber nicht Aufgabe, also ich kann nicht sagen, deswegen, also weil jetzt Moral, das wäre wie ich sage, ich mache im Auto jetzt die Gurte weg, weil die Leute sonst zu schnell fahren oder so. Sondern ich brauche natürlich Verkehrspolizei und Straßenamt, die sie rausfischen, wenn du zu schnell fährst. Und deswegen ist die Aufgabe natürlich, dass wir einerseits eine durchgreifende Regulierung haben, aber nicht, ich kann nicht anfangen jetzt mich darüber zu echauffieren, dass die Zentralbank Lender of Last Resort ist. Das ist eine schlichte Notwendigkeit in einer modernen Geldökonomie. Das, glaube ich, ist einfach wichtig und alles andere hätte längst in große Katastrophen geführt. Die entscheidende Frage meines Erachtens ist die, wenn es eben so ist, dass diese ganzen Fintechs anfangen, unsere ganzen Transaktionen nachzuziehen, unsere Finanzinformationen zu sammeln und Kredite zu vergeben, muss ich entweder sagen, ich schaffe eben ein öffentliches Gut, das sicherer, vertrauenswürdiger ist, damit es gar nicht dazu kommt. Oder ich muss eben sagen, ich versuche das alles klein zu regulieren, das wird mir aber wahrscheinlich nicht, wird nicht gelingen, weil das ist ein ständiger Wettbewerb, Hase und Grill. Und deswegen bin ich immer ein Anhänger dieser sicheren Konten, weil ich glaube, das ist die einfachste Alternative, um da manchen Hokuspokus auch zu beenden, der in dem Bereich ist. Das heißt aber nicht, dass ich nicht für Wettbewerb, zum Beispiel um sinnvolle Finanzdienstleistungen, also ich finde, man kann auf einer solchen Infrastruktur, können Unternehmen immer noch sagen, wir entwickeln intuitive Apps, ne, die in dem Bereich zum Beispiel sinnvoll sind. Das muss möglich sein. Deswegen meine ich, wenn ich sage, wir brauchen eine digitale Infrastruktur, heißt das nicht, dass es nicht Apps geben soll, die von Unternehmen entwickelt werden, dass es nicht bestimmte Dienstleistungen, Innovationen geben soll. Aber die grundlegende Infrastruktur, die darf ich eben nicht in die Hände privater Konzerne legen, so in unser Geldsystem und dann Libra zum Beispiel machen lassen, was sie wollen. Und eine allerletzte Bemerkung, also ich finde auch, dass wir in dieser ganzen Diskussion nicht vergessen sollten, also Finanzinnovation, Paul Volcker hat mal gesagt, die einzige sinnvolle Finanzinnovation der letzten Jahre war der Geldautomat, als er sich mit den Aufgaben seines Sohnes da so befasst hat. Ich glaube tatsächlich, dass wir auch ein Finanz-TÜV bräuchten, also so wie wir eine Medikamentenzulassung haben, was man alles auf dem Finanzmarkt verbreiten kann, ist teilweise schon kriminell. Wir brauchen aber sicherlich eben diese digitalen Entwicklungen, weil sie einfach etwas mit Convenience, mit dem Alltagsleben zu tun haben. Wenn die Menschen eben, wenn mittlerweile ein Smartphone kann, was ein Computer kann, dann ist es nur normal, dass die Leute irgendwann eben auch nicht mehr alles bar abwickeln. Ich kenne solche Norbert Hering gut, ich schätze ihn auch sehr und glaube auch, dass er auf reale Gefahren hinweist. Also es gibt Lobbyinteressen der Fintechs, es gibt die Better Than Cash Allianz. Wir haben gesehen, was sie in Indien eingerichtet haben mit der kurzfristigen Abschaffung des Bargelds über Nacht. Also gibt es große Gefahren, die wir als Gesetzgeber ernst nehmen müssen. Ja, dass also zum Beispiel unsere
finanziellen Transaktionen alle überwacht werden, dass das Bargeld an den Rand gedrängt wird. Aber ich finde, man muss da eben auch wirklich mit Maß diskutieren. Also ich finde es zum Beispiel legitim, dass man den 500-Euro-Schein abgeschafft hat. Weil den hat kein normaler Mensch, also ich habe nie einen besessen. Und ich finde eben auch, dass Bargeld geschützt sein muss, aber ich finde eben, dass es auch Obergrenzen im Bargeldverkehr geben muss. Ja, bei aller Frage des gesetzlichen Zahlungsmittels, weil ich das absurd finde, wenn man zum Beispiel, und das sehen wir in Berlin am Ostkreuz oder so, da werden ganze Häuserblocks Cash bezahlt. Obwohl das eigentlich nicht passieren dürfte, weil natürlich der Gesetzesvollzug da gar nicht hinterherkommt. Und allerletzte Bemerkung, es heißt immer, das wurde jetzt hier so gegenübergestellt, dass Zentralbank, das Konto bei der Zentralbank, Verzeihung, und die Blockchain. Ich glaube, dass das nicht ein Gegensatz sein muss. Also auch Libra sagte zum Beispiel, wir machen das jetzt, wir machen Krypto und so, ne, Blockchain, aber eigentlich ist das technisch bei denen gar nicht erforderlich. Sie machen es ja nicht dezentral, sie wollen es zentral machen. Genauso könnte die EZB sagen, ja, wir bieten eine Blockchain an, die eben zentral bestätigt wird, und dann könnte man ein anonymes Verfahren bis zu bestimmten Schwellenwerten wählen, um sagen, ne, die selbst, also den Schutz der informationellen Selbstbestimmung wie beim Bargeld zu haben und darüber hinaus ein identitätsbasiertes Verfahren zu sagen. Das wäre zumindest nach meinem Verständnis, die Leute, die davon viel mehr verstehen als ich, wäre das möglich, und das wäre das, was ich mir vorstelle, weil ich will schon das Potenzial der Technologie, Smart Contracts, automatische Vertragsbestätigung etc., das will ich nutzen in jedem Falle, aber eben nicht auf einen privaten Anbieter. Nicht auf einen privaten Anbieter. Und sonst Synthetic CBDC würde das auch erfüllen, diese Aufgabe, also dass dann da ein Intermediär, ein Fintech, einfach alle Depositen 100% Reserven deckt und somit das Ganze sicher abstellen oder darstellen kann, oder würde da im Prinzip ein normaler Stablecoin erscheinen? Also muss es ein CBDC sein, da kann das Ganze im Prinzip auch auf dem Giralgeld aufgebaut sein. Weil ich meine, es gibt ja die Debatte Stablecoins, das ist einfach durch Bankgeld gedeckt, und jetzt kommt neu auf, auch eben aus der Studie von IMF, das Ganze sollte eher, oder das ganze CBDC-Thema könnte auch auf dem Privatsektor aufbauen, Synthetic CBDC, und da würde man dann eben nicht den Token auf dem Giralgeld decken oder durch das Giralgeld, sondern durch Reserven. Also die Frage ist im Prinzip, würde nicht ein normaler Stablecoin dafür reichen? Oder muss es unbedingt ein Stablecoin, der zu 100% Reserven gibt? Also ich gestehe ganz offen, ich müsste jetzt ein bisschen länger drüber nachdenken, weil ich mir nicht sicher, ob ich Ihre Frage verstanden habe. Ja, deswegen fällt mir das jetzt schwer zu beantworten. Mein Bauchgefühl sagt mir, also so wie ich denke, dass Sie die Frage meinen, wäre ich da eher skeptisch. Aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob Sie das meinen, was ich meine, dass Sie das meinen. Das ist die Schwierigkeit. Aber ich will noch Folgendes dazu sagen. Also ich glaube, dass eben Geld ein so fundamentales öffentliches Gut ist, dass es nicht privaten Akteuren überlassen werden darf. Es gibt eine Rolle der Kreditschöpfung, aber die Zentralbank muss in der Lage sein, die Expansion von Kredit eben kontrollieren, das heißt nicht jede Mikroentscheidung, also eine Kreditvergabe, aber sie muss in die makroökonomische Steuerung ausbrüsten. Und das muss auch möglich sein in einem Zeitalter, wo immer mehr Akteure, die nicht Banken sind, anfangen, ihre Methoden der Kreditschöpfung zu finden, gelten. Und dafür brauche ich meines Erachtens die Maßnahmen, die wir heute Abend diskutiert haben, einschließlich eben des digitalen Euros. Und das ist ein sinnvoller Wettbewerb. Wettbewerb heißt ja nicht, also wir sehen das auch im Wohnungsmarkt, dann heißt es immer, ja der Staat und so, der können das nicht, aber wenn ich zum Beispiel keine öffentlichen Wohnungsbestände mehr habe, dann haben die privaten Vermieter keinen Wettbewerb für ihren Wohnraum, und dann gehen die Mieten durch die Decke. Und wenn ich eben nicht einen digitalen Euro habe, dann fangen eben die Fintechs an, Schlawiner zu werden. Und deswegen, wenn ich Wettbewerb möchte, brauche ich diesen Überzeugung. Alles andere ist kein Wettbewerb, sondern Wegelagerei oder so hatten früher sowas dann. Sie hatten so ein bisschen genickt zu meiner Idee, dass man doch die Vorteile der Blockchain-Technologie einfach auch durch einen normalen Stablecoin anbieten kann. Nee, also ich wollte, mir geht es eigentlich so wie Herrn
ein Nazi, das ist mir nicht ganz klar war. Ich weiß ja, was ein Stablecoin ist, aber mir war jetzt die Richtung Ihrer Frage nicht ganz klar. Aber darf ich noch ganz kurz was sagen? Also Wettbewerb ist, also natürlich kann es auch im Wohnungsbau Wettbewerb geben, wenn mehr Angebot da ist als die Nachfrage. Also ob jetzt öffentlich kommt das Angebot oder privat, das ist, ist gleichgültig. Also es muss nicht der Staat in den Wohnungsmarkt eintreten, um den Wettbewerb zu befeuern, weil solange es sich rentiert zu bauen, würden das die Privaten tun. Aber ich sage auch gleich, ich bin auch für sozialen Wohnungsbau. Also, aber nur weil das, also Wettbewerb hat nicht was damit zu tun, dass der Staat unbedingt mit dem Markt ist. Das wollte ich nochmal etwas anders darstellen. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, was ganz wichtig ist. Ich hatte auch die Debatte hier heute gesagt, ich würde jetzt auch nicht, zu manchen Punkten könnte ich gar nicht abschließend was sagen, weil so viele Punkte offen sind. Und ich glaube, wir müssen uns auf diesen Weg machen, auch auf europäischer Ebene. Das heißt, es nützt ja nichts, wenn wir im Deutschen Bundestag darüber sprechen. Also ich würde mir auch wünschen, dass es auf europäischer Ebene da mit Energie mal viele offene Punkte durchdiskutiert werden, mal die verschiedenen Modelle, die Schweden ist genannt worden, jetzt haben wir die Niederlande gehört, also es ist ja ein bisschen unterschiedlich gelagert, aber so, alleine schon, wie gehen wir mit Token um, diese Dematerialisierung des Rechts, das wir machen müssen. All diese Punkte, da müsste man jetzt anfangen dran zu arbeiten, um viele grundlegende Fragestellungen, wie lösen wir das, mal in Angriff zu nehmen, damit wir dann, wenn wir die einzelnen Bausteine haben, vielleicht ein besseres Bild haben, was es auch wirklich heißt im Endeffekt, wenn wir diese Dinge umsetzen wollen. Wir sind jetzt schon ein bisschen mit der Zeit drüber. Ich weiß nicht, vielleicht noch ganz kurz, sollten wir abbrechen wegen dem Essen oder können wir noch ein paar Fragen vom Publikum fragen? Haben noch 10 Minuten. Ja, okay. Dann würde ich nämlich sagen, machen wir 3 gute Fragen, wenn sie wirklich tolle Fragen waren. Stellen. Es gibt jetzt ganz, ganz viele offene Fragen, so habe ich das heute verstanden. Mich würde interessieren, wo Sie beide den entsprechenden Akteur sehen, der sich diesen stellen wird. Sind es die Zentralbanken, sind es die privaten Banken, ist es die Regierung, sind es die Oppositionsparteien oder ist es das Publikum, das letzten Endes in einem Geldkreis nur mit einem Geld, mit einer Gelder verkehren darf, sprich die Bevölkerung. Wo würden Sie das ganz konkret sehen, wo müssen da die Impulse kommen oder ob die Fragen geklärt werden? Sollen wir sammeln oder wollen Sie direkt? Sammeln? Okay, ich schreibe mit. Sie geben uns die Redezeit im Bundestag auch nicht. Ich würde die Frage stellen.